Herzlich willkommen zur neuen OV-Videowochenschau. Sportler gegen Hunger schließt mit dem Erlös von 220.000 Euro ab. Damit sind seit der Gründung im Winter 1984-85 über 3,8 Millionen Euro für die Hungerhilfe in Afrika eingespielt worden. Und in Ahlhorn bekommen Jäger 230.000 Euro für umstrittenen Schießstand. CDU-Kreistagsmitglieder setzen den Zuschuss trotz Kritik von SPD, Grünen und Linken durch. Die Anwohner in Ahlhorn befürchten ein zu großes Skisportzentrum und somit auch zu viel Lärm. Weitere Infos zu diesen beiden Themen findet ihr in der Samstagsausgabe der OV. Der Karneval in Köln ist vorbei, jetzt kommt die Alarmstufe Orange. Die Basketballer von Rasta Vechta treten am Sonntag bei den Rheinstars Köln an. Spielbeginn in der Lanxess Arena ist um 17 Uhr. Der Tabellenzweite der zweiten Bundesliga Pro A wird von über 500 Fans begleitet, die auf den 11. Sieg in Folge hoffen. Das Hinspiel war eine zähe Angelegenheit, Rasta setzte sich mit 81-68 durch. Knapp 14 Kilometer entfernt, nämlich in der Smeed Arena in Leverkusen, treten die Volleyballerinnen des VfL Eute an. Eute, am Montag zur Mannschaft des Jahres 2015 von der OV gekürt, spielt bei Bayer Leverkusen und hofft dort auf den 5. Sieg in Folge. Auch das wird eine schwere Angelegenheit, Leverkusen ist Spitzenreiter. Relaxen bei Kaffee, Tee oder Milchkaffee oder wie ich heute ein Cappuccino, das könnt ihr auch. Und immer informiert sein, das könnt ihr auch mit der OV-App und unserer speziellen Abend-App-Funktion. Und wie das funktioniert, wie ihr früher informiert sein könnt als eure Freunde oder Nachbarn, das zeige ich euch jetzt. Wählt einfach die OV-App auf eurem Smartphone aus. Hier seht ihr jetzt auf der ersten Seite eure aktuellen Ausgaben, unsere Tageszeitung und natürlich auch die OV am Sonntag und all unsere Magazine, zum Beispiel die Lokalhelden oder Promenade. Und hier unten, wo bei mir eine 6 steht, das ist sie, unsere Vorabendfunktion. Ab 19 Uhr bekommt ihr hier die wichtigsten Themen des Tages bereits in voller Länge. Und wer jetzt Lust hat, alles mal auszutesten, gar kein Problem, kostenlos registrieren unter www.ov-digital.de. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und gebe euch noch zwei Veranstaltungstipps mit. Zum einen gibt es am Samstagabend in Holla die Waldfee eine Party. Los geht es um 22 Uhr. Und die Jazzfreunde, die sind wieder gut im Gulfhaus aufgehoben. Dort tritt am Samstag ab 20 Uhr das Jazzquartett Claro auf. Und wer von euch schon immer mal bei unseren Bildergalerien mit dabei sein wollte, der findet bei diesen beiden Veranstaltungen auch einen Fotografen von uns.